Hi du, ich hoffe, dir geht's gut. Heute zeige ich dir, wie du einen richtig leckeren gedeckten Apfelkuchen machen kannst. Wenn du sehen willst, wie der geht, dann bleib doch einfach mal dran. Du beginnst mit Mehl natürlich, Typ 405. Und davon kommen 300 Gramm einmal hier rein. Dann noch Zucker dazu. 150 Gramm an Zucker. Dann wird es nicht ganz so süß. Butter brauchen wir, kalte Butter, und da nehmen wir, lass mich nicht lügen, 150 Gramm ungefähr, also genauso viel wie an Zucker, kann man sich ganz gut merken. Nun, wir haben jetzt 150 Gramm Butter zugegeben, brauchen wir noch Folgendes, wir brauchen ein Ei. Einmal die Hände abtropfen oder absauber machen. So, wie gesagt, das tut jetzt nicht zur Sache. Wir brauchen hier ein Ei. Geben wir da rein. Und dann brauchen wir noch Backpulver. Und zwei gestrichene Teelöffel an Backpulver und den Rest hier auch noch rein. So, und was ich immer mache, ich mag dieses Vanillinzucker nicht. Wenn ich richtig Vanillezucker oder ich nehme ein bisschen an Vanilleextrakt. Das habe ich selber gemacht, habe ich schon mal ein Video für online. Und zwar ist das auf Glycerinbasis. Das ist dann alkoholfrei. Auch wenn Glycerin für die Klugscheiße jetzt wieder ein Dreifachalkohol ist. Aber es hat nichts mit dem Alkohol zu tun, den du als Alkoholiker nicht trinken solltest. Den Teig jetzt einmal kneten. Zu einem schönen Ballform einschließen. Und dann Plastikfolie einschlagen. Oder Frischhaltefolie, so heißt es. Und dann 15 bis 20 Minuten im Backofen. Quatsch. Im Kühlschrank geben, damit er noch mal ein bisschen anzieht, und dann rollen wir den aus. Als nächstes brauchen wir die Äpfel. Wir brauchen ungefähr 1,8 Kilo Äpfel. Das sind hier ungefähr 1,8 Kilo. Und die müssen wir zuerst einmal schälen, also müsstest du zuerst einmal schälen, und brauche ich jetzt nicht zeigen, wie man das macht. Danach werden die vom Kerngehäuse befreit. Ganz cool wäre, wenn du so einen Spalter hättest, dann sparst du dir echt Arbeit. Als nächsten Schritt einmal die Äpfel spalten. Wie gesagt, idealerweise mit einem Apfelspalter, wenn nicht mit einem Messer. Natürlich musst du das Kerngehäuse entfernen. Und wenn du es dann gemacht hast, teilst du den Apfel zwei bis drei Mal, je nach Größe, und schneidest den dann in Würfel. Ich würde sie jetzt nicht zu klein würfeln, weil es soll schon noch ein bisschen Struktur drin sein. Also ich mag es persönlich, aber mach das so bitte, wie du das magst. Nur wenn du jetzt überlegst, dass du den ganz fein würfelst und der zerfällt und du hinterher eigentlich nur noch Apfelmus hast, ist das nicht so schön für den Kuchen. Jetzt gehen wir zu den Äpfeln. Ich weiß, der Topf ist etwas voll. Zimt. Und zwar ist das jetzt hier ein Teelöffel. Sieht viel aus, ist aber nicht viel. Dann gibst du noch ungefähr 60 Milliliter Wasser drüber. Und wenn du magst, kannst du noch Rosinen nehmen. Denn jetzt werden die Äpfel einmal zugedeckt, erhitzt. Und dann werden diese einfach nur einmal 5 Minuten ungefähr reduzieren gelassen. Weil die jetzt einfach so eine Art Kompott werden sollen. Das Wasser hilft am Boden, damit es nicht anbrennt. Und dann können wir den gleich schon auf die Form drauf geben. In der Zwischenzeit, wo sich alles hier sofort hinköchelt, nehmen wir unseren Teig. Der ist eine schön glänzende Kugel geworden und wir halbieren den einmal. Einen Teil rollen wir jetzt aus und dann wird der einmal vorgebacken. Den auf die 26er Form ausrollen und natürlich ein bisschen am Rand hochdrücken. Also brauchen wir ein bisschen mehr, vielleicht auf 28er Größe. Das sollte passen. Das machen wir als erstes. Die Arbeitsfläche einfach ein bisschen einmehlen. Den Teig einmal wenden und dann platt drücken. Das ist der Kuchen hier. Du siehst es einmal. Und jetzt haben wir folgendermaßen die Situation, wir haben einmal unser fertiges Kompott, was glaube ich zu viel ist, und das geben wir jetzt hier drauf. Das habe ich jetzt während des Gebackenen abkühlen lassen und du siehst einfach mal, wie schön das ist. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht höher ist als der Rand.
Und als Sorte, die ich hier genommen habe, ist Elster. Wir verteilen das hier alles. Oder du verteilst das hier alles, besser gesagt. Und dann, den Rest isst du als Apfelmus. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Oder als Apfelkompott, das ist ja, Mousse ist ja fein, das ist Kompott für alle, die jetzt ganz genau sind. Und ich stelle jetzt einmal die Form hier zur Seite. Denn ich habe ja noch Teig Nummer 2. Der wartet schon sehnsüchtig darauf, auch ausgerollt zu werden. Ah ja, und übrigens, ne, Mürbeteig und ich dieses Jahr sind keine besten Freunde, weil der andere musste ich dann da reindrücken hinterher, weil es nicht so geworden ist, wie ich das wollte. Und was du jetzt machst, du machst das genauso wie ich. Du legst einfach den Teig hier oben drauf und drückst den an. Und wenn du jetzt hier ein bisschen was, einen Riss hast oder sowas, kein Problem. Du ziehst ja hier, siehst es ja, den überschüssigen Teig ab und den kannst du wunderbar nochmal ein bisschen ausrollen, platt machen. Und dann legst du den hier drauf und drückst ihn ein bisschen an. Da sieht hinterher kein Mensch mehr. Den ganzen Spaß jetzt hier noch einfach mal 15 Minuten backen, dass auch oben der Teig schön crisp wird. Und dann komplett auskühlen lassen. Am nächsten Tag einfach Puderzucker mit ein bisschen Zitronensaft verrühren und dann oben drüber geben. Und dann haben wir schon einen richtig leckeren gedeckten Apfelkuchen. Das kriegst du auf jeden Fall auch hin. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn ich den jetzt über Nacht auskühlen lasse. Und dann bleib einfach dran, dann siehst du das Ende noch. Wir haben jetzt hier, Tag später, der Kuchen ist ausgekühlt. Ich habe hier schon mal Puderzucker reingegeben. Jetzt nehme ich keinen Zitronensaft, nehme Limettensaft. Finde ich vom Aroma her noch so eine fruchtig, anders fruchtig. Und da gebe ich jetzt erstmal auf die 130 Gramm an Puderzucker 2 Esslöffel an Limettensaft und rühre das hier ein. Du siehst schon, automatisch wird es hier so schön cremig und er soll etwas flüssiger sein als das hier. Deswegen gebe ich da noch was rein. So, dann zeige ich dir jetzt auch einmal, der Kuchen sieht jetzt so aus. Und ich verstreiche das jetzt hier ein bisschen. So, und das war's auch schon wieder. Du hast gesehen, der Apfelkuchen ist sehr einfach zu machen, auch sehr lecker. Schön mit einem erfrischenden Guss noch oben drüber. Und ja, was ist gibt noch zu sagen? Wenn dir das hier alles gefällt, dann lass doch einfach ein Like oder ein Abo da. Würde mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.